Der US-Präsident Obama hat den Friedensnobelpreis erhalten, aber nicht für das, was er gemacht hat, sondern das, was, für das, was er machen will. Hm? Und ich denke mal, da könnte Österreich sich ein Beispiel nehmen, gerade hier, wo der Konjunktiv ja wichtiger ist als die Wirklichkeit. So ein Heidi-Teddy-Wari-Preisel wäre doch was Schönes, Dr. Pahl. Ist das richtig? Hier darf ich ergänzen, der Konjunktiv ist in Österreich nicht wichtiger als die Wirklichkeit, der Konjunktiv ist die österreichische Form der Wirklichkeit. Die geistige Heimat des Österreichers ist das Ungefähre und der Konjunktiv ist in diesem Land und Bereich, in dieser Heimat alles, was passiert und ist. Wirklicher wird es bei uns einfach nicht. Und Herr Obama hat den Friedensnobelpreis nicht für das bekommen, was er machen will, sondern für das, was die anderen wollen, dass er noch macht. Mhm. Ja, das englische Wort Award bedeutet ja das, was man so award. Ne? Das haben Sie aus dem kurzen Scheid. Aber man kann dem Herrn Obama nur viel Glück wünschen, da wird er sich sehr anstrengen müssen, weil was passiert, wenn die Messias-Figur nicht das hält, was sich die anderen von ihm lauthals versprechen, weiß man ja. Aber wäre da für Österreich nicht irgendwie solche, irgendwas was machbar, zum Beispiel so ein Durchdatenpreis, wie zum Beispiel für Steuern, die man eh hätte zahlen wollen, so ein Karl-Heinz Grasser Vision Award? Und ja, das ist eine sehr gute Idee und das könnte man gleich komplett österreichisch gestalten, nämlich der Preis wird als vorläufige Absichtserklärung theoretisch zuerkannt und sonst passiert nichts. Das ist dann sehr billig und das ist ein Metakonjunktiv zweiter Ordnung. Sehr österreichisch. Gute Danke, Idee. Dr. Pahl.